Sie wollten per Anhalter nach Hause fahren. Es geht um den Vorwurf des fünffachen Mordes sowie Vergewaltigung in zwei Fällen. Jetzt hast du für dich die Bestätigung, da kommt keine Mutter mehr zurück. Er habe nur gestanden, weil es ihn sexuell erregt habe, wegen Mordes angeklagt zu sein. Glaub es mir, nach über 20 Stunden Vernehmung gestehst du alles. Deswegen sei er unschuldig, sagte Egidius Schiffer vor Gericht. Seid ihr schon mal per Anhalter bei jemandem mitgefahren? Wenn ja, ich hoffe, es ist alles gut gegangen und ihr musstet keine negativen Erfahrungen machen. Denn in dieser Crime-Doku ist es anders. Ein Mann aus dem Kreis Aachen nimmt immer wieder junge Frauen mit in seinem Auto. Das aber nicht ohne Hintergedanken. Er will Sex. Einige seiner Opfer vergewaltigt er. Alle Frauen erwirbt er später, um unentdeckt zu bleiben. Er kann lange Zeit sein normales bürgerliches Leben weiterführen. Bis zu dem Tag, an dem er einen kleinen, aber entscheidenden Fehler begeht. Zwischen 1983 und 1990 verschwinden in Aachen und der Umgebung mehrere junge Frauen spurlos, nachdem sie auf dem Weg von einem Club nach Hause waren. Die Polizei tappt lange Zeit im Dunkeln. Erst 2007, etwa 20 Jahre später, kann sie die Mordserie aufklären. Per Zufall. Der Angeklagte ist in allen Fällen brutal und menschenverachtend vorgegangen. Ich will in diesem Film herausfinden, was den jungen Frauen passiert ist und wie Hinterbliebene der Opfer damit zurechtkommen. Außerdem will ich erfahren, warum Egidius Schiffer zum Serienmörder wurde und wie ihn die Polizei letztlich überführen konnte. Egidius Schiffer wurde 1956 in Besweiler geboren. Er arbeitete erst als Versicherungsvertreter, später als Altenpfleger. Er hatte eine große Leidenschaft für Autos und für sadomasochistische Rollenspiele. Vor allem mit seiner dritten Ehefrau hat er diese sexuelle Vorliebe regelmäßig ausgelebt. Die sogenannten Anhalterinnenmorde verübte er vor dieser Beziehung. Bei der ersten Tat war er 27 Jahre alt. Alles beginnt an einem späten Juliabend im Jahr 1983. Nach einem Besuch bei ihrem Freund will die 19-jährige Marion per Anhalter nach Hause. Doch dort wird sie niemals ankommen. Drei Tage später findet man ihre Leiche in einem Waldgebiet in der Nähe von Aachen. Nach dem Täter sucht die Polizei vergeblich. Jahrelang. Dieser Mord war also der Anfang für die Mordserie von Egidius Schiffer. Wie er die Frauen überwältigte und wie viele weitere Opfer es gab, dazu kommen wir gleich. Ich möchte jetzt erstmal etwas intensiver in das Leben dieses Serienmörders eintauchen. Nicht um Egidius Schiffer zu verstehen, weil das kann ich nicht, sondern ich möchte hinter seine Fassade schauen. Ich treffe mich mit dem früheren Rechtsanwalt von Egidius Schiffer, der für seinen Freispruch gekämpft hat. Rainer Dietz. Was war für Sie das Besondere an diesem Fall? Eines der Opfer war bei mir auf der Schule, einige Klassen tiefer. Und ich weiß also noch, in diesen 80er Jahren spielte das ja, dass meine Eltern sagten, pass auf, fahr nicht mit Anhaltern. Mhm. Weil eben diese Anhaltermorde in aller Munde waren. Von daher kannte selbst ich als völlig Unbeteiligter beispielsweise die Fundorte der Leichen. Also hier, diese ganze Umgebung stand also in diesen Jahren im Zeichen von Gefahr, was Anhalter betrifft und keiner fuhr mehr mit Anhaltern, was damals ja vor 40 Jahren an der Tagesordnung war. In den nächsten 4 Jahren wird Egidius Schiffer 3 weitere Male zuschlagen. Immer mit derselben Absicht, immer nach demselben Muster. In seinem Auto legt er sich Handschellen und Strumpfhosen zurecht, um seine Opfer zu fesseln. Dann sucht er nach jungen Frauen am Straßenrand. Er nimmt sie mit, um sie zu vergewaltigen und zu erdrosseln. Strafverteidiger Rainer Dietz bezweifelt jedoch, dass sein Mandant diese Taten begangen hat. Dann habe ich den Angeklagten ja kennengelernt, der sofort als erstes sagte, eins muss ich Ihnen sagen, ich war es nicht. Das war bemerkenswert, weil er kannte mich nicht und ich sah in seinen Augen schon eine große Hilflosigkeit, weil er war stundenlang vernommen worden, mhm, in einer Art und Weise, die heute nicht mehr möglich wäre. Also das war eine andere Zeit.
Aber warum ist er unschuldig? Lassen Sie uns mal darauf eingehen, warum haben Sie Zweifel an der Täterschaft von Egidius Schiffer? Beispielsweise eine Zeugin, die dann sagte, ich muss Ihnen mal was sagen, ich habe einen Abschiedsbrief vorgelesen einer Frau, einer Witwe, und in dem Abschiedsbrief wurden Morde gestanden, die jetzt hier Gegenstand des Verfahrens waren. Aber die Frau, die diesen Abschiedsbrief damals gelesen hatte von diesem Mann, den Sie jetzt im Endeffekt ja auch beschuldigen, eigentlich einige der Morde begangen zu haben, Die hat ja vor Gericht ausgesagt. Die hat ausgesagt, Nur das richtig. Gericht hat doch ihrer Aussage keine Glaubwürdigkeit geschenkt. Richtig. Warum schenken Sie ihr doch Glaubwürdigkeit? Das Glaubwürdigkeit schenken, ja oder nein, ist ja eine subjektive Sache. Der eine glaubt das, der andere glaubt das. Die Frau kommt, setzt sich in den Zeugenstand und kommt dann im Rollstuhl rein und dann wird gefragt, gucken Sie gerne Gerichtsshows? Das war die erste Frage des Gerichts an diese Zeugin. Da ging es nicht darum, was können Sie bezeugen, sondern die erste Frage war, gucken Sie gerne Gerichtsshows? Da war mir ja klar, in welche Richtung die Befragung läuft. In welche denn? Um die Frau von vornherein als unglaubwürdig darzustellen. In einem WDR-Interview betont der ehemalige Ermittler der Polizei dagegen, dass er keine Zweifel an der Schuld von Egidius Schiffer hat. Bei einem Fall ist er ja durch die Spur überführt. Mhm. Sie ist an einer Stelle gewesen, wo nur der Täter gewesen sein kann. Und die anderen Dinge hat er ja zugegeben. Er hat uns im Rahmen der Ermittlungen zu den Tatorten geführt und hat Dinge gesagt, die eigentlich nur ein Täter wissen kann. Insofern bin ich auch sicher, dass es gewesen ist. Da prallen also zwei völlig verschiedene Meinungen aufeinander. Nachvollziehbar. Die Polizei ist dafür da, Beweise zu sammeln und einen Täter zu überführen. Der Strafverteidiger kämpft für die Interessen des Angeklagten. Spannend ist übrigens auch, wie Egidius Schiffer erst ins Visier der Polizei geriet, nämlich per Zufall. Ein Mann stiehlt Altmetall für ein paar Euro und wird auf frischer Tat ertappt. Routinemäßig wird eine DNA-Probe von ihm genommen. Als das Ergebnis dieser Probe vorliegt, muss der ermittelnde Kommissar vom Stuhl gefallen sein. Hier ist kein harmloser Metalldieb ins Netz gegangen, sondern vermutlich ein mehrfacher Mörder. Das Gericht stellte hierzu fest, das DNA-Profil des Angeklagten konnte der Spermaspur zugeordnet werden, die im Scheidenbereich von Angelika S. sichergestellt und später vom Landeskriminalamt molekulargenetisch analysiert worden war. Das ist doch ganz klar ein Indiz dafür, dass Egidius Schiffer das war. Das ist ein Indiz, aber auch nicht mehr. Ein Beweis. Ein Beweis. Es ist ein ganz fester Beweis. Es wurde vom Gericht ja auch so molekulargenetisch ermittelt und festgestellt. Aber wozu dient denn dieser Beweis? Der Beweis dient dazu, dass möglicherweise der Angeklagte mit dem Opfer geschlafen hat, Intimverkehr hatte. Ja. Heißt das auch, er hat sie umgebracht? Aber das ist ja maximal ein Indiz. Maximal. Dazu kommt, dass diese DNA zu einer Zeit geprüft wurde, wo die Richtlinien und Standards noch oberflächlicher waren als heute. Also das ist mal vorweggeschickt. Dann darf man nicht außer Acht lassen, dass in diesem Intimbereich des Opfers auch ein Schamhaar gefunden wurde, mit einer Blutgruppe, die weder von dem Angeklagten stammte, noch von dem Opfer. Ja. Der eine hatte A und der andere hatte B und das Schama war AB. Und dann habe ich immer argumentiert, wer soll denn, wenn man denn sagt, dass derjenige, der diese Sachen hinterlässt, auch der Täter ist, das ist immer die Grundprämisse. Wer hat sie denn jetzt umgebracht? Der Träger des Schamhaars oder der Träger der DNA? Und dann hat man, wie ich finde, in einer Art und Weise, die nicht geht, aber man hat es eben gemacht, gesagt, da das Schamhaar die Blutgruppe AB hat, wird sich das mit der Blutgruppe von Täter und Opfer vermischt haben. Das halte ich nach wie vor für einen abenteuerlichen Ansatz. Mhm. Und der ist auch wissenschaftlich eigentlich so, seriöserweise gar nicht zu begründen. Aber so ist man dann über diese Hürde gekommen und hat gesagt, selbst das Schamhaar kann also noch von Edi Schiffer gewesen sein. Im April 2008 beginnt am Landgericht Aachen der Gerichtsprozess um den Anhalterinnenmörder. Es geht um den Vorwurf des fünffachen Mordes sowie Vergewaltigung in zwei Fällen. Das allein verdeutlicht natürlich die Schwere des Tatvorwurfs. In der polizeilichen Vernehmung im Vorfeld des Prozesses wird Egidius Schiffer mit der gefundenen DNA-Spur konfrontiert und gesteht tatsächlich diesen und weitere vier Morde. Unglaublich. Marion G., 18 Jahre, wurde 1983 erdrosselt aufgefunden.
Andrea W., 15 Jahre, wurde 1984 ermordet. Angelika S., 17 Jahre alt, wurde ebenfalls 1984 getötet. Marion L., 18 Jahre, traf 1987 auf ihren Mörder. Und Sabine N., 31 Jahre, wurde 1990 vergewaltigt und erdrosselt aufgefunden. Vor Gericht gibt es dann aber eine überraschende Wende. Zunächst sieht alles ganz eindeutig aus. Die Spuren, die er an den Leichen zurückgelassen hat, sind eindeutig ihm zuzuordnen. Unter der Last der Beweise gesteht er schließlich. Doch dieses Geständnis widerruft er später. Den Gutachter lehnt er ab. Was eigentlich nach einem kurzen Prozess aussah, wird zu einem 18-tägigen Verhandlungsmarathon. Erst 5 Geständnisse, dann 5 Widerrufe. Der Mann behauptet, unschuldig zu sein. Die Begründung überrascht alle Beteiligten. Er habe nur gestanden, weil es ihn sexuell erregt habe, wegen 5-fachen Mordes angeklagt zu sein. Verschiedene Situationen haben ihn durchaus erregt, weil er mochte es ja, wegen seiner Neigung gequält zu werden. Und deswegen war jetzt die Situation für ihn erstmal ganz nett und auch durchaus erregend. Nur irgendwann mal, sagt er auch, glaub es mir, nach über 20 Stunden Vernehmung, keine Pause, kein Essen, kein Trinken. Dann, ja, dann kommt die Polizei und sagt, nein, natürlich konnte der trinken, natürlich konnte der essen. Also ich habe jetzt nur ein paar Unterlagen gelesen, da stand dann ganz klar drin, dass man ihm Pausen und auch Lebensmittel gegeben hat. Ja, ja, klar. Weil das da drin steht, wird das auch so gewesen sein? Nein. Also wenn er mir gesagt hat, er ist über 20 Stunden vernommen worden, ohne vernünftige Pause, und dann sagt er, da gestehst du alles, nur um aus dieser Situation rauszukommen. Aber müsste doch eigentlich eher, müsste doch dann sagen, nein, mir gefällt das sogar, weil er war doch Sadomasochist und hat sich regelmäßig von seiner Frau über das ganze Wochenende hinweg quälen lassen. Also müsste er doch eigentlich standhaft sein und sagen, nee, das gefällt mir gerade. Ja, das gefiel ihm aber nach dieser langen Zeit ohne Essen und Trinken nicht. Und dann hat er gesagt, außerdem geht er davon aus, dass sowieso alles Unsinn ist. Und die Wahrheit, nämlich dass er nichts damit zu tun hat, ans Tageslicht kommt. Für einen skurrilen Moment im Prozess sorgt zudem die Frau von Egidius Schiffer mit ihrer Aussage. Sie spricht sehr offen über die Sadomaso-Praktiken mit ihrem Mann. Ein Journalist berichtet von der Szene. Sie hat im Detail die Folterszenen geschildert, wie sie ihn in Frischhaltefolie gepackt hat und tagelang im Keller gefoltert hat, während ihr Kind eine Etage drüber, wie auch immer, beschäftigt worden ist. Sie hat die These gestützt, dass ihr Mann nur unter dem Druck der Kripo-Beamten gestanden habe, dass er dabei einen Lustgewinn gehabt habe, dass das durchaus vorstellbar gewesen sei. Der Richter ist ihr dann ins Wort gefallen, hat sie gefragt, haben Sie das Gefühl, dass Ihr Mann im Moment ebenfalls unter Druck steht? Dann haben die beiden sich angeguckt und dem Angeklagten lief in dem Moment so der Schweiß herunter und sie drehte sich um und sagte, Herr Vorsitzender, mein Mann ist hochgradig erregt. Okay, ich fasse das nochmal zusammen. Egidius Schiffer sagt also, er ist Sadomasochist und deswegen fand er die Vorstellung so toll, von einem Gericht bestraft zu werden. Die Morde hat er aber gar nicht begangen. Ich muss sagen, ich finde das wirklich unfassbar, weil hier geht es wirklich um sehr, sehr viel. Es geht um 5 tote Frauen, es geht um eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ein psychiatrischer Gutachter ordnet das Ganze damals übrigens so ein. Ich finde das eine sehr originelle Erklärung. Es ist für mich aus meiner Erfahrung als forensischer Psychiater was ausgesprochen Seltenes. Ich höre das zum ersten Mal, dass jemand eine solche Erklärung bietet. Im Umkehrschluss hieße das ja aber, dass Menschen, die masochistisch veranlagt sind, häufiger solche Situationen aufsuchen müssten. Im Prozess sind auch Hinterbliebene der 5 jungen Frauen anwesend, zum Teil als Nebenkläger. Eine belastende Situation, dem Mann gegenüber zu sitzen, der ihnen einen geliebten Menschen aus dem Leben riss. Einer von ihnen ist Dennis Neumann. Seine Mutter Sabine war das 5. und letzte Opfer von Egidius Schiffer. Das war im Juni 1990 und Dennis Neumann gerade mal 11 Jahre alt. Wie verarbeitet ein kleiner Junge solch eine Tragödie, bei der die eigene Mutter brutal ermordet wurde? Und was ging eigentlich in ihm vor, als er vor Gericht dem Mörder seiner Mutter von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten musste? Ich will die Perspektive eines Hinterbliebenen erfahren und treffe mich deshalb persönlich mit Dennis Neumann. Können Sie mir aus Ihrer Perspektive erzählen, wie war das an dem Abend, als Sie Ihre Mutter das allerletzte Mal gesehen hatten, sie sich ja auch verabschiedet hatte von Ihnen
und dann das Haus verlassen hat? War ein Abend für die Ewigkeit. Der hat in meinen Gedanken ewig gedauert. Du bist im Zimmer, warst am Spielen, deine Mutter macht sich fertig für die Disco. Tür geht auf, ja, ich bin dann mal weg. Du sitzt in der Ecke im Zimmer, hast das erstmal so gar nicht realisiert, weil es eigentlich ein normaler Abschied ist, wie ich gehe einkaufen, bis nachher. Dann geht die Tür zu und dann packte mich irgendwas, wo ich gesagt habe, nee, renn noch mal hinterher. Bin ich hinterher, Tür noch mal aufgemacht, noch mal runtergerufen, ja, dann tschüss. Bis nachher oder bis morgen früh. Und dann habe ich sie halt nur noch unten in diesem Treppenabgang verschwinden sehen. Das war das letzte Mal, dass Sie Ihre Mutter gesehen hatten? Genau. Wann hatten Sie erfahren, dass Ihre Mutter wirklich verschwunden ist? Das war fast ein Jahr später, wo dann mal das Telefon geklingelt hat. Und dann hat man unweit von hier am Brachener See das erste Mal Spuren gefunden. Und zwar ihre Anziehsachen, Jacke und sowas, ein Taschentuch mit Monogramm drauf und sowas. Und von da an war mir dann auch klar, jetzt hast du für dich die Bestätigung, da kommt keine Mutter mehr zurück. Erst 9 Monate später, am 20. Juni 1991, wird seine Mutter in einem Waldstück bei Wegberg gefunden. Dennis Neumann hat jetzt die furchtbare Gewissheit. Was ging in Ihnen vor, als Sie die Nachricht übermittelt bekommen haben, dass Ihre Mutter tot ist und tot aufgefunden wurde? Ich meine, ich stelle es mir unfassbar schrecklich vor. Sie waren ja noch ein kleines Kind. Einerseits eine Leere, ja. Aber es war auch irgendwo, es klingt makaber, erwartet, dass endlich diese scheiß Nachricht kommt. Also auch ein bisschen Erleichterung. Ja, es klingt paradox, es klingt nicht sentimental oder sonst irgendwas. Aber dass du für dich endlich diese blöde Bestätigung hast, was du dir die ganzen Jahre schon so im Kopf zermartert, aufgelistet hast, was nur noch so sein kann. Viel Leid sei mit den Taten verbunden gewesen, Familien seien durch ihre Schicksale zerstört worden. So resümierte der Richter und erinnerte dabei an alle 5 Morde, wie die Frauen ums Leben kamen und wie alt sie heute wären. Das Tragische, sie seien alle zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, als sie damals in das Auto ihres Mörders stiegen. Dennis Neumann geht mit mir an den Ort, wo die Überreste seiner Mutter vor etwa 30 Jahren gefunden wurden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was Sie gerade empfinden. Es ist bestimmt sehr schwierig für Sie, hier an diesem Fundort des Skeletts Ihrer Mutter zu sein. Es ist mulmig. Wenn man reinguckt, weiß man, dass da irgendwas ist. Ja, es ist ein Zwiespalt. Einerseits will man weg, andererseits will man auch den Mut haben, das zu durchstehen. Mhm. Dass man sagen kann, wieder, oh, ich habe wieder weiter Kraft gesammelt. Ich komme damit weiterhin klar. Mhm. Andererseits, klar, will man natürlich das dann auch wieder schön schnell auf die Seite schieben. Okay. Vor Gericht kämpfte Dennis Neumann für eine gerechte Strafe für den Mörder seiner Mutter. Der Angeklagte Egidius Schiffer wird wegen Mordes in 5 Fällen, davon in 2 Fällen in Tateinheit mit Vergewaltigung, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt, heißt mindestens 15 Jahre Haft. Danach wird entschieden, wie es weitergeht. War das Urteil, was der Serienmörder damals erhalten hat, lebenslange Freiheitsstrafe, für Sie eine Art Genugtuung? Es ist eine Sache, dass man einen Strich drunter ziehen kann. Es ist ein Urteil da. Ob es ausreicht oder ausgereicht hat für mich, das mag dahingestellt sein. Für mich werden nie irgendwelche Strafen dem gerecht, was passiert ist. Aber man kann anfangen, damit zu leben und es zu verarbeiten. Das also war der Kriminalfall um den Anhalterinnenmörder von Aachen. Ein wirklich heftiger Fall, wie ich finde, bei dem ich mehrfach während meiner Recherche tief durchschnaufen musste. Der Serienmörder Egidius Schiffer ist übrigens nach etwa 10 Jahren Haft in seiner Zelle tot aufgefunden worden. Es war kein Fremdverschulden und kein Suizid, sondern ein Sexunfall. Laut offiziellen Angaben war er gerade dabei, sich selbst zu befriedigen mit Hilfe eines Stromkabels, hat dann wohl einen Stromschlag bekommen und ist dann an den Folgen gestorben.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abo und ein Like oder einen Kommentar unterhalb dieses Videos. Ansonsten, wenn ihr Bock auf weitere True Crime Stories habt, dann schaut euch gerne mal unsere weiteren Videos an.